unsere führenden Diagnosen, die wir zur pneumologischen Rehabilitation zugewiesen bekommen, sind Patienten mit chronisch obstruktiver Lungenerkrankung, die COPD, Asthma bronchiale, Patienten mit Lungentumoren, gutartig und bösartig und Patienten nach Thoraxoperationen. Gerade bei onkologischen Patienten hat sich in den letzten Jahren eine Revolution gezeigt. Wir haben neue Therapieverfahren, die nun den Patienten auch zugänglich sind. Die Patienten kommen auch mit fortgeschrittenen Tumorstadien in einem wesentlich besseren Allgemeinzustand zu uns in die Rehabilitationsklinik, als das früher der Fall war. So können wir genauso wie Patienten mit fortgeschrittener COPD diese Patienten wesentlich besser als früher einem strukturierten Bewegungskonzept zuführen. Das Neue ist, dass eben sowohl für Patienten mit COPD als auch für Patienten mit einer Vielzahl von onkologischen Erkrankungen gezeigt werden konnte, dass Bewegung wichtig für die Prognose ist. Da die Patienten nun in einen besseren Allgemeinzustand zu uns kommen, können wir mit den Patienten wesentlich besser arbeiten als früher. Wir haben diesbezüglich 2018 ein neues, strukturiertes, auf den Patienten abgestimmtes Bewegungskonzept gestartet. Und das Schöne ist, Bewegung wird durch dieses Konzept zwischen den Patienten vergleichbar, da wir eine gemeinsame Grundlage, die Medstunde, haben.